Ich habe wohl zu viele Enderperlen geworfen und die Zeit gestoppt. Denn im heutigen Video können wir wirklich die Zeit stoppen und Aktionen unterbrechen. Was zum Beispiel passiert, wenn wir 1000 Enderperlen werfen und im Anschluss die Zeit stoppen, seht ihr am Ende des Videos. Denn hier bin ich schon wieder zurück mit einer Stoppuhr in der Hand, mit der ich wirklich die Zeit stoppen kann. Keiner kann sich mehr bewegen. Aber bevor ich die Zeit stoppe, nehmt euch nochmal kurz Zeit. Lasst nochmal schnell einen Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Denn dann bin ich sehr happy und kann die Zeit auch schon fortsetzen. Spaß beiseite. Aber ich zeige euch mal das Ganze, wie es funktioniert. Denn ihr seht, ich kann beispielsweise einen Villager hauen. Oh mein Gott, was ist denn mit dem Pferd passiert da vorne? Aber wir sehen, ich kann zum Beispiel einen Villager hauen, dann auf die Stoppuhr gehen, die Zeit stoppen. Ich zeige euch das mal. Zack. Upsala. So. Zack. Und wir sehen einfach mal, oh mein Gott, der Villager. Und die Partikel sind an einer Stelle am Stehen. Der Villager kann nichts mehr machen. Kein Mob kann sich mehr bewegen. Die Zeit ist wirklich eingefroren. Selbst dieses Pferd, was immer noch komisch aussieht, hat einfach mal eine Essensanimation. Also immer noch, ist mitten am Essen, glaube ich. Auf jeden Fall hat sich wirklich alles gestoppt. Und wenn ich jetzt die Zeit fortsetze, seht ihr, zack, bumm, auf einmal geht auch alles ganz normal weiter. Und das kann heute wirklich sehr, sehr lustig werden. Ich habe mir einige coole Sachen überlegt. Beispielsweise, wenn wir von Mobs angegriffen werden oder wenn wir gegen den Enderdrachen kämpfen. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn es wird sich auf jeden Fall lohnen. Sondern würde ich sagen, wir schauen mal ganz kurz nach. Wie sieht es denn eigentlich mit Lava aus? Fließt Lava zum Beispiel, wenn wir einfach mal Lava abbauen? Wir werden es gleich sehen. Und ich sehe gerade, lol, wir haben richtig gute Sachen in der Kiste. Mega nice. Sogar zwei Eisenschwerter am Start. Ich würde sagen, das eignet sich doch eigentlich perfekt, um jetzt schon mal hier einen Ofen mitzunehmen. Aber was passiert eigentlich, wenn ich den Ofen abbaue und die Zeit stoppe? Wir gucken mal nach. Und zack. Selbst der Block, selbst die Partikel sind einfach mal an der Stelle stehen geblieben. Kann ich die Sachen einsammeln? Ich kann sie auch nicht einsammeln. Wir sehen, zack, hier, das funktioniert alles nicht. Alter Schwede, sehr, sehr verrückt. Ich mach mal weiter und bumm. Okay, okay, okay. Lava, fließt sie auch oder was passiert mit Lava? Okay, wir sehen, wenn wir die Zeit gestoppt haben, dann fließt Lava nicht mehr weiter, weil normalerweise müsste Lava jetzt hier auch schon drumherum sein. Und wir gucken. Okay, doch nicht. Hä? Warum fließt die Lava nicht? Okay, wir gucken nochmal ganz kurz. Okay, jetzt sehen wir es aber eindeutig. Jetzt sehen wir es eindeutig. Ich kann mich sogar hier hinstellen, ohne irgendwie zu verbrennen. Das wäre natürlich nicht normal. Wir sehen, wenn ich jetzt die Zeit weiter fließen lasse, dann fließt auch eigentlich... Ey, warum fließt die Lava nicht mehr weiter? Ich glaube, wir haben das Spiel ausgedribbelt, Freunde. Wir haben, glaube ich, das Spiel ausgedribbelt. Ich guck noch... Ah, doch, jetzt. Okay, jetzt, jetzt. Okay, okay, weil ich einen Block abgebaut habe. Okay, aber wir stürzen uns auch mal sofort ins Geschehen rein. Denn wir haben ja heute einige Sachen zu tun. Und ich würde sagen, wir fangen an, erstmal hier ein bisschen was mit Essen. Also ein bisschen Essen mitnehmen. Das sollte auf jeden Fall nicht schaden. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, theoretisch, wenn wir jetzt irgendwie Mobs töten wollen, können wir einfach die Zeit stoppen und sie angreifen, während die Zeit gestoppt ist. Hier sehen wir zum Beispiel Hühner. So, wenn ich jetzt diese Hühner töten möchte, müsste ich da hinrennen und sie könnten auch wegrennen in der Zeit. Ich kann stattdessen einfach die Zeit stoppen. So, ihr seht's. Zack, ihr seht, die Zeit ist eingefroren. Und schon, zack, kann ich die Hühnchen einfach mal töten. Wir sehen, das Hühnchen ist schon tot, weil hier dieses Item gedroppt wurde. Zack, wir sehen jetzt hier auch, das Hühnchen müsste auch tot sein. Und das Hühnchen werden wir jetzt auch töten, gar kein Problem. So, und wir sehen hier, das nächste Hühnchen ist jetzt ebenfalls tot. Und wenn ich jetzt hier die Zeit fortsetze, seht ihr, alle Hühnchen sterben auf einmal. Ja, und das hat natürlich den Vorteil, weil wir jetzt einfach nur noch dahin laufen müssen und die Sachen einsammeln. Und ja, das ging auf jeden Fall sehr, sehr einfach. Also wir ersparen uns damit auch sehr viel Stress, gerade wenn es gleich in Richtung Mine geht. Bevor es allerdings in die Richtung Mine geht, würde ich mir nochmal gerne etwas Holz besorgen. Oh mein Gott, was ist das denn? Wie random guckt denn dieses Hühnchen durch die Wand? Okay. Leute, das musste ich einfach mal stoppen. Das musste ich einfach mal stoppen. Dieses Hühnchen hat mir echt den Rest gegeben. Kann ich es auch durch die Wand angreifen? Nee. Das funktioniert nicht. Also wir sehen wirklich nur, dass da irgendwie der Kopf durchguckt. Und wir sehen, wenn ich zum Beispiel jetzt hier Blöcke abbaue, Erfahrung kann ich sogar einsammeln, aber ich kann den Blockinhalt nicht einsammeln. Ihr seht, wenn ich jetzt hier die Zeit gestoppt habe und Blöcke abbaue, dann schweben die abgebauten Blöcke einfach nur in der Luft herum, was trotzdem sehr, sehr krass aussieht. Und, oh mein Gott, jetzt hier alles einfach mal abgebaut worden. Sehr, sehr
Cool. Okay, aber jetzt haben wir ein bisschen Cobblestone. Wir machen uns nochmal schnell eine Steinaxt, denn wir möchten natürlich auch in die Mine gehen. Denn gleich, wenn wir angegriffen werden, beginnt ja auch eigentlich erst so der richtig lustige Teil. Aber bevor wir in die Mine gehen, brauche ich, wie gesagt, nochmal Holz. Und deswegen schnappe ich mir nochmal kurz hier etwas Holz und mache daraus eine schöne Axt. So, da haben wir sie schon. Unsere Axt ist am Start. Stoppuhr ist auch am Start. Und wir können ja mal gucken, wie das aussieht, wenn ich die Zeit hier stoppe und den Baum abbaue. Wir sehen, die Blöcke schweben in der Luft. Wir können ja wirklich die Blöcke zählen, die hier in der Luft schweben. Gar kein Problem. Wenn ich jetzt hier die Buschblöcke abbaue, dann sehen wir, oder die Blätterblöcke abbaue, dann sehen wir, passiert natürlich gar nichts. Und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr komisch aus. Sollte aber auch schon eigentlich ausreichen. Deswegen würde ich sagen, wir können die Zeit fortsetzen und jetzt fällt auch alles herunter. Bam. Okay, da haben wir jetzt die ganzen Holzblöcke mitgenommen. Unser Hühnchen ist auch am Start. Und ich würde sagen, Fackeln fehlen uns definitiv noch. Deswegen einmal noch schnell Fackeln craften. Packen das Ganze jetzt hier in die zweite Hand und begeben uns jetzt mal in die Mine, wo der richtige Spaß jetzt erst anfängt. Wasser können wir auch stoppen. Das sieht so aus, als würde es fließen. Allerdings liegt das am Shader. Theoretisch ist das Ganze jetzt hier gestoppt. Und wir sehen, ich suche mir jetzt hier nochmal schleunigst ein paar Mobs, die uns auch vielleicht angreifen möchten. Und ich höre sogar schon eine Fledermaus, die hier herumschwebt. Natürlich auch Fledermäuse können wir stoppen. Und wir sehen, warte mal, guckt euch das an. Die Fledermaus ist in der Luft gestoppt worden. Alter, wie cool. Da war ein Creeper hinter uns und ich habe ihn gar nicht gesehen. Okay, Creeper können wir auch stoppen. Ich töte jetzt mal die Fledermaus. Zack. Wir sehen, die Fledermaus müsste tot sein. Okay, aber was jetzt? Ah, da ist noch eine Fledermaus. Da sind noch mehr Fledermäuse. Alter Schwede, wir können durch Minen einfach laufen zwischen die Mobs. Ihr seht, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Creeper hingehe. Hallo Creeper. Es funktioniert. Es funktioniert. Gar kein Problem hier. Ich kann jetzt theoretisch die Zeit nehmen, hier so ein bisschen Eisen abbauen. Kann auch währenddessen mit dem Creeper reden. Aber ich würde sagen, ich mache mal die Zeit weiter. So, und wir sehen, der Creeper verfolgt uns jetzt. Und ich lasse ihn explodieren. Stopp! Du explodierst hier nicht, Creeper! Schaut euch das mal an. Der war kurz vorm Hochgehen, aber die Genugtuung gebe ich ihm nicht. Aber warte mal, das ist jetzt aber ein Problem. Was passiert denn, wenn ich weglaufe? Ah, jetzt stoppt er wieder mit dem Explodieren. Okay, Creeper, ich sammle kurz die Sachen ein. Und habe ich die... Ich hab die nicht eingesammelt, oder? Ich bin mir gerade unsicher. 16 Erz. Okay, irgendwie habe ich die schon eingesammelt. Ist ja auch egal. Also ihr habt gesehen, theoretisch kann ich jetzt einfach die Sachen einsammeln. Also einmal abbauen, zack. Jetzt muss ich, ich sehe jetzt an der Zahl vom Eisen im Inventar, die Zeit einmal weitermachen und zack. So, das reicht schon aus. Der Creeper kann halt nichts machen, das ist das Verrückte. Wir können erstmal hier in der Zwischenzeit unser kleines Camp aufschlagen. So, und wir sehen, ich kann jetzt hier auch easy peasy nochmal ein bisschen Kohle besorgen. So, wir warten natürlich dann auch gleich erstmal, bis die Kohle hier herunterfliegt, dass wir die Öfen auch weiter betreiben können. So, Creeper. Selbst die Partikel bleiben in der Luft einfach mal stehen. Leute, wie verrückt ist das bitte schön? So, ich packe jetzt hier etwas Kohle, da ein bisschen Kohle rein und teile das Ganze auf. Das Coole ist halt auch, wir sehen, im Ofen schmelzen die Sachen trotzdem weiter, obwohl wir die Zeit gerade gestoppt haben. So, ich lasse das Ganze mal weitergehen. Zack. So, und jetzt lasse ich mal den Creeper explodieren. Und... Oh! Der Creeper wollte schon kurz in die Luft gehen. Ey, das ist cool. Wir haben den Enderman gefunden. Ich kann ihn jetzt eigentlich ohne Probleme. Ich kann ihn nicht töten. Der hat sich trotzdem wegteleportiert. Die Partikel sind noch da. Ich habe ihm aber wahrscheinlich Schaden zugefügt. Wir lassen die Zeit mal weiterlaufen. Okay, wo ist der hin? Da ist der Enderman hin. Wenn ich die Füße schlage? Doch, ich kann die Füße schlagen. Oh, jetzt hat er sich wegteleportiert. Schon wieder, oder? Da ist jetzt wieder da. Ah, und jetzt sehen wir auch unten links, wir haben schon ein Advancement, also eine Trophäe bekommen. Das heißt, er müsste jetzt tot sein. Ja, und wir sehen, er ist gestorben. Hat allerdings keine Enderperle gedroppt. Denn ich möchte natürlich auch wissen, was passiert, wenn wir mehrere Enderperlen am Ende werfen. So, okay, dann würde ich sagen, Creeper, dich lassen wir jetzt heute mal explodieren. So, und bumm. Oh, jetzt habe ich die Zeit, glaube ich... Oh mein Gott, doch, es hat funktioniert. Schau dich das mal an. Selbst die Fackel. Wir sehen hier, die Fackel wird gerade weggesprengt. Wir sehen, die Fackel fliegt hier gerade weg. Mitten im Geschehen. Alter, das sieht so komisch aus, ne? Es sieht... Oh, Leute, jetzt bin ich hier schon wieder runtergeflogen. Es sieht einfach so komisch aus, weil wir sehen hier, diese Rauchwolke einfach herumschwebt. Wir sehen... Oh mein Gott, wie komisch. Und wir sehen auch einfach mal, wie die Fackel hier fliegt. Also diesen
Flugverlauf von der Fackel. Oh ja, Leute. Oh ja. Oh ja. Sehr, sehr verrückt auf jeden Fall. Sehr, sehr verrückt. Also ich muss sagen, die Mod gefällt mir jetzt schon. Die Mod gefällt mir definitiv jetzt schon. Und wir haben schon sogar 20 Eisen am Start. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine ganz schöne Rüstung hier inklusive Helm. Zack. Fehlt noch ein bisschen Eisen für die Füße. Also wir brauchen noch Stiefel am besten. Aber das können wir uns auch hier ohne Probleme besorgen. Und natürlich, was auch noch cool sein wird, wir können ja auch Pfeile stoppen. Das heißt, wenn uns ein Skelett beispielsweise abschießt, gar kein Problem. Wir stoppen einfach ganz kurz die Zeit und der Pfeil wird wortwörtlich in der Luft angehalten. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und das möchte ich euch auch noch zeigen. Das Problem ist nur, dass ich jetzt hier gerade kein Skelett oder so finde. Aber wir haben echt eine richtig gute Mine erwischt mit sehr viel Eisen. Gefällt mir. Und auch Blazes zum Beispiel im Nether. Leute, es wird so cool. Es wird so cool. Deswegen müsst ihr auf jeden Fall heute dranbleiben. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal um, dass wir jetzt hier unser letztes Eisen holen, denn es geht jetzt gleich auf jeden Fall in die heiße Phase, um es mal so zu nennen. Also ich will auf jeden Fall auch mal in den Nether reingehen und euch auch die Erfahrung zeigen, wie es ist, mit Gas herumzuspielen. Und ich denke mal, das sollte jetzt auf jeden Fall an Eisen ausreichen. Wir haben jetzt nochmal 20 Eisen gefunden in so einer kurzen Zeit. Wir lassen das mal ganz kurz im Ofen durchschmelzen, würde ich sagen. So, dann packen wir das ganz schnell hier herein. Einmal hier und einmal hier. So, sehr schön. Und noch ein bisschen Kohle muss ich noch nachliefern. Und dann würde ich sagen, mache ich das mal ganz kurz. Und während hier noch die das Eisen durchschmilzt im Ofen, höre ich schon Skelettgeräusche. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, von wo diese Skelettgeräusche sind. Aber was ich weiß, ist, dass wir uns jetzt hier erstmal eine Eisenrüstung gemacht haben und auf jeden Fall Eimer. Denn die werden wir noch benötigen im heutigen Video. Dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Deswegen baue ich das Ganze hier auch ab. Und ich suche jetzt einfach mal nach diesem Skelett, denn es kann eigentlich nicht mehr allzu weit entfernt sein, wenn ich ja schon die Geräusche gehört habe. Hä, warte mal, hier ist Kobbles. Ach, hier war ich schon doch. Und ich muss sagen, oh, da wurde ich abgeschossen. Da wurde ich abgeschossen. So, jetzt bitte. Ich will einmal, dass mich beide Skelette hier abschießen, weil da ist noch ein Skelett. Komm, 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 komm. Hallo, Kollege. So, jetzt, jetzt. Na, na, nee, 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 das war noch nicht das perfekte Timing. Ja, komm, 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 komm. Jetzt, 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 jetzt. Mann, es ist so schwierig, das richtig zu timen. Also, wir sehen auf jeden Fall, ich könnte die Skelette jetzt hier auch einfach töten. Aber ich will es noch ein bisschen spannender machen. So, jetzt, komm, bitte schieß. Ja, wir sehen, der Pfeil. Er wurde gerade frisch abgefeuert, aber er fliegt vorbei, wie in der Matrix. Oh mein Gott, wie cool ist das denn jetzt? Okay, jetzt nochmal. Komm, 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 komm. Komm, jetzt nochmal. Im richtigen Moment. Ja, schieß doch, Kollege, schieß doch einfach. Nein, er hat mich getroffen. Er hat mich getroffen, der eine. Oh, Leute, es ist so schwierig, weil man nicht weiß, wann die schießen. Da kommt ja noch einer dazu. Noch einer kommt dazu. Okay, Leute, das Ganze. Da sind ja noch mehr. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt, Freunde. Wie viele Skelette sind denn hier? Okay, ich stelle mich jetzt hier in die Mitte. Jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Hey, Junge, greift doch mich an. Was ist denn los mit euch? Oh, wir haben es gesehen. Ein Pfeil wurde geschossen. Ja, wie cool ist das denn? Kann ich mich jetzt eigentlich auch in den Pfeil reinstellen? Das heißt, jetzt sehen wir doch hier der Pfeil. Der wird ja hier hingeschossen. Was passiert, wenn ich jetzt hier weitermache? Werde ich getroffen oder nicht? Ich denke schon, oder? Aua! Okay, doch, ich wurde getroffen. Ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Das heißt, selbst wenn der Pfeil daneben geht, hier sehen wir auch, dieses Skelett hat den Pfeil hier hingeschossen. Ich kann mich theoretisch hier in den Weg hereinstellen. Bumm! LOL, hier sind nochmal zwei Pfeile. Kann ich das auch perfekt timen? Warte mal, ich kann jetzt hier mich doch von beiden auch treffen lassen, oder? Und wenn wir gucken, der eine, der Pfeil fliegt auf mich. Müsste jetzt auf jeden Fall so in diese Richtung fliegen. Der fliegt auch so in diese Richtung. Gucken wir mal nach. Und, klappt das? Oh ja, ein doppelter Schaden, doppelter Schaden. Aber, um es den Skeletten jetzt heimzuzahlen, will ich gucken, kann ich sie auch töten? Ja, wir können sie auch töten, Leute. Gar kein Problem. Wir sehen, der ganze Loot wird hier gedroppt, zack. So, einer nach dem anderen jetzt. Einer nach dem anderen jetzt. Also, ich zahle es euch beiden jetzt heim. Noch einer. Ich denke, das war's auch schon. Und jetzt, Leute, schaut euch das an. Schaut euch das an, wie alle auf einmal zerfallen. Und boom, auf einmal sind sie alle tot. Ist natürlich auch richtig cool, wenn man irgendwie Erfahrung farmen will oder so. Ja, jetzt haben wir auch ein paar Pfeile am Start. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ich brate hier noch ein bisschen Hühnchen und werde mich allerdings schon mal auf die Suche nach Wasser und Lava machen. Und ich sehe, Lava haben wir hier sogar schon. Denn wir können ja theoretisch so auch super einfach ein Netherport
Portal machen, wenn ich mich nicht täusche, wenn Wasser ja nicht weiterfließt. Aber das werden wir jetzt mal ausprobieren, denn ja, Hühnchen ist jetzt hier auch am Start. Das heißt, es sollte ausreichen. Und wo hatten wir denn diese Wasserquelle? Da unten habe ich doch irgendwo Wasser gesehen. Ah, hier war das, genau. Hier, diese Quelle meinte ich nämlich. Und ich meine auch, wenn ich jetzt hier hochgehe und mir diese Wasserquelle jetzt schnappe und am besten auch nochmal kurz hier diese wunderschönen Stoppo in die Hand nehme, denn ihr habt es vielleicht schon gesehen, da vorne ist ein Creeper am Start. So, du stirbst jetzt aber nochmal, Creeper. So, zack. Das war's mit dir. Zack. Du kannst hier nicht explodieren. So, dann haben wir jetzt hier Lava am Start. Okay. Heißt das nicht eigentlich, ich kann mir das perfekte Portal sofort gießen? Ich versuch's mal aus, Freunde. Ich versuch's mal aus. Denn wir sehen, wenn ich ja jetzt hier, wenn ich jetzt hier theoretisch die Zeit stoppe, am besten an einer vernünftigen Stelle, hier würde ich einfach mal behaupten, dann fließt ja Lava theoretisch nicht mehr weiter. Wir sehen es hier, zack. Lava fließt nicht weiter. Das heißt, ich kann ja jetzt hier nochmal hingehen, mir nochmal ein bisschen Lava abholen, mir nochmal hier ein bisschen was hinmachen. Und dann haben wir ja eigentlich schon mal eine gute Grundbasis, wenn ich da jetzt hier nicht hereinspringe. So, lass uns jetzt weiter fließen, zack. Geht das jetzt auch? Ich glaube, ich muss einen Block abbauen, kann das sein? Okay, das macht mir jetzt hier ein bisschen Angst, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Was ist denn jetzt los? Ah! Oh mein Gott, der Creeper wäre fast explodiert, habt ihr es gehört? Der Creeper wäre fast explodiert, du kleiner Schlawiner. Ich hab's nur irgendwie gehört durch die Sounds. Kurz bevor er explodieren konnte, habe ich dich einfach mal gestoppt. So, dann gucken wir mal weiter. Wäre er schon explodiert oder nicht? Ich lass mal die Zeit weiterlaufen. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Das wäre einfach mal mit mir passiert, wenn ich nicht doch noch irgendwie die Zeit gestoppt hätte. Aber soweit so gut, Freunde. Soweit so gut. Wir widmen uns jetzt erstmal nochmal diesem Portal. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass man das jetzt auch einfach hier gießen kann. Ich warte mal, ich habe das komplett falsch gemacht, fällt mir gerade ein. Muss ich das nicht, wenn ich das richtig machen will, hier Wasser platzieren und dann Lava? Ich meine, das ist doch die richtige Vorangehensweise, oder? Wir probieren es aus, Freunde. Wir probieren es aus. So, hier machen wir einfach mal dann unser Portal hin. Wir brauchen jetzt allerdings ein bisschen Lava, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ja, so ist richtig. Okay, das heißt, ich werde jetzt einfach wie so ein Dulli immer hin und her laufen und uns dann ein Nether-Portal machen in 0, nichts. Und wir sehen, das hier ist unser Resultat. Wir gehen einfach mal herein, denn jetzt wird es auf jeden Fall verdammt lustig. Okay, wir sehen auf jeden Fall, wir sind im Nether unterwegs und okay, wir greifen jetzt natürlich auch die ein oder andere Mobs an. Ich sehe hier sogar schon einen Enderman. So, eigentlich kann man Enderman aber auch echt einfach bekämpfen, denn wir müssen dafür gar nicht die Zeit stoppen. Wir müssen es eigentlich nur irgendwo herunterstellen. Dafür, es bedarf ja nicht mal Arbeit, muss man das zu sagen. Aber ich würde sagen, unser erster Gegner ist hier heute mal der Zombie-Pigman. Und wir sehen den Zombie-Pigman. Wenn ich den angreife, dann kommen natürlich noch alle anderen aus den Löchern geschossen. Deswegen würde ich mal gerne sehen, wie viele wir hier sammeln können. Ah, okay, das sind anscheinend zwei. So, wir stoppen mal die Zeit. Zack. Oh mein Gott. Hä? Das backt herum. Das backt herum. Oh mein Gott, ihr habt es gesehen, Freunde. Die Zeit ist gestoppt. Komischerweise wird die Zeit irgendwie... können die mich auch angreifen weiterhin? Okay. Lol, lol, es backt herum, Leute. Wir sehen, die teleportieren sich irgendwie. Okay, also wir sehen auf jeden Fall, im Nether können wir hier auf jeden Fall nicht die Zeit so kontrollieren, wie wir sie wollen. Aber wie sieht es denn mit einem Ghast aus? Und zwar sehen wir, wenn ich nämlich jetzt die Zeit stoppe, müsst ihr auch der Feuerball stoppen, aber das tut er nicht. Nur der Ghast bleibt stehen, aber irgendwie schießt er auch von ganz anderen Positionen diesen Feuerball. Nee, das ist der Wahnsinn, Leute. Es ist der Wahnsinn. Ich kann mich höchstens mit ihm bekämpfen. Aber es bringt halt rein gar nichts, weil, wie gesagt, ich treffe ihn ja nicht. Wir sehen, ich habe ihn nicht getroffen. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, okay. Also im Nether hat diese Stoppuhr leider nicht die große Funktion, die ich mir erhofft habe. So, Freunde, aber ihr seht schon, was ich hier gefunden habe. Okay, weiter geht's, genau, mit der Zeit. Und zwar habe ich hier ein Stronghold gefunden. Und hier sollten wir auch reinspringen können. Dementsprechend schauen wir mal, ob wir hier beim Enderdrachen zumindest die Funktion haben, die ich mir erhoffe. Denn wir sehen, die Zeit kann ich auf jeden Fall stoppen. Diese Silberfische können sich hier nicht mehr bewegen. Und zack, auf einmal wieder doch. Okay, zack und adios amigo. Okay, also ich baue das Ganze hier trotzdem mal ab, würde ich sagen. Und wir gehen jetzt hier herein. So, dann gucken wir mal nach, was wir hier am Ende finden. Okay, wir haben hier das Ganze schon offen. Können uns hier auf jeden Fall hochbauen. Jede Menge Endermänner natürlich. Okay, und ich stoppe die Zeit. Wir sehen auf jeden Fall, der Enderdrache ist verschwunden. Warum? Ey, ich hab doch gar nichts. Hey, warum greift er mich an? Ich hab doch nichts gemacht. Junge, was ist schief mit dir? Okay, Leute, das sieht hier auf jeden Fall nicht so gut aus, weil jetzt greift mich hier schon komischerweise dieser Enderman an, obwohl ich ihn gar nicht angeschaut habe. Okay, das war's, Amigo. Nein, 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 nein. Okay, wir sehen aber, die Zeit
wurde auf jeden Fall nicht gestoppt im Ende, Freunde. Die aber alles entscheidende Frage ist, was passiert, wenn ich eine Enderperle werfe und dann die Zeit stoppe? Werde ich vielleicht teleportiert? Werde ich nicht teleportiert? Passiert gar nichts, wie im End oder im Nether zum Beispiel. Wir probieren es aus, Freunde. Wir sehen, ich werfe die erste Enderperle, zack, und ich stoppe die Zeit. Und wir sehen tatsächlich, die Enderperle schwebt hier einfach mal in der Luft. Aber wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier mehrere Enderperlen werfe? Wir sehen, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sehen wirklich hier eine nach der anderen Enderperle. Wird hier einfach mal platziert im Nichts, also wirklich im Nichts, wenn ich hier die Enderperle werfe, zack, 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 zack. Leute, ich werde jetzt hier ganz viele Enderperlen platzieren und dann sehen wir uns gleich mal gemeinsam an, was passiert, wenn ich jetzt die Zeit fortsetze. Das hier ist mein Resultat. Schaut euch das mal an, Freunde. Wie verrückt sieht das bitte schön aus? Und ich habe mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall noch einen goldenen Apfel esse, damit ich ja vielleicht das Ganze sogar überleben kann, falls ich Schaden bekommen sollte. Wenn ich Effekte übrigens zu mir nehme, habe ich hier kein Zeichen. Aber ich würde sagen, lasst jetzt nochmal schnell ein Like da, abonniert meinen Kanal für weitere solche Videos und wir lassen die Zeit jetzt weitergehen und 3, 2, 1 und go! Oh mein Gott, was passiert hier? Alter! Okay, ich hab's auf jeden Fall überlebt. Wir sehen, wir haben uns aber wirklich von einem zum anderen Ort teleportiert. Sehr, sehr verrückt und ich würde sagen, das wär's gewesen mit dem Video. Daumen nach oben nicht vergessen. Bis dann und ciao.